Moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. In dem heutigen Video werde ich euch mal ein kleines Char-Update geben, ja, was einfach bei mir so in WoW Classic abging, was ich so erreicht habe, was für ein Equipment ich habe, wie ich mein Gold farme und euch einfach alle meine Chars, die ich quasi habe, mal vorstellen, damit ihr einfach mal so einen Einblick bekommt, was der gute alte Defiler quasi in den letzten Monaten seit dem Release von WoW Classic so gemacht hat. Wir fangen direkt mal an mit meinem Main Char. Den kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch. Name Defiler hier, ja, Leutnant Defiler in der Gilde Haltor Ennamad. Das hier ist quasi gerade auf dem deutschen PvP-Server Patchwork, wo ich quasi meinen Gnomschurken spiele. Ich bin in Haltor Ennamad drin, eine PvE-Gilde. Ja, bin ich echt zufrieden mit dem Char hier. Und wir raiden zweimal die Woche. Am Mittwoch BWL immer und danach noch ZG. Und am Sonntag machen wir Molten Core und danach noch ZG. Und wir sind auch auf Patchwork hier, würde ich sagen, auf jeden Fall so eine von den besseren Gilden. Wir kommen sehr schnell durch alles durch. Waren Server Vierte mit ZG Speedrun Clear am Anfang. Ja, wir sind keine Tryhard-Gilde, keine Hardcore-Gilde oder so, aber wir sind echt eine gute Gilde, würde ich sagen. Ein bisschen progress-orientiert einfach. Wir wollen effektiv und vernünftig spielen und ja, da bin ich auf jeden Fall mit dem Char hier sehr, sehr gerne drin momentan. Ja, ihr könnt hier oben schon erkennen, ich habe hier bei Itemrack so verschiedene Sets quasi drin. Jetzt gerade habe ich das PvE-Set drin und ich spiele einen Dolchschurken im Raid. Ja, klassischer Dagger Rogue. Ihr seht ja schon die Dagger, die beiden Dolche. Und Spec kann ich euch gerade nicht vorstellen, weil ich PvP geskillt bin gerade, aber im PvE habe ich einen klassischen Dagger-Spec, ne? Hier 31 Punkte drin, hier 5 drin und den Rest macht man dann hier rein. Und ja, da mache ich auch ordentlich Damage im Raid, würde ich behaupten momentan. Ich bin da sehr zufrieden eigentlich. Bin ja im Damage auf jeden Fall gut dabei, ist nicht das Wichtigste so, aber Blocksum und so weiter finde ich einfach eine lustige, nette Nebenbeschäftigung in WoW Classic, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß, dass viele da so gar keinen Bock drauf haben, aber ich finde, das macht das Raiden einfach ja, so ein Stück weit interessanter irgendwie. Und ich glaube, auch viele Leute würden in Classic wahrscheinlich gar nicht so aktiv spielen, wenn es so diesen Log-Vergleich nicht geben würde. Also ich finde es eigentlich eine ganz lustige Geschichte nebenbei. Man sollte es nicht zu ernst nehmen. Ja, wenn man dann irgendwie bei Vael stirbt und keine World Pass mehr hat, dann ist halt so irgendwie, dann geht man halt im nächsten Raid wieder neu rein. So, mein Gear, wir fangen mal an. Ich habe mittlerweile 4 T2-Teile, den Kopf, die Brust, die Hose und den Gürtel. Dann kann ich euch ganz klar sagen, für den Schurken im PvE sind das auch die relevantesten Teile eigentlich. Vielleicht noch die Armschienen. Aber beim Schurken ist es so, die Hände, die Schultern und die Schuhe sind im PvE nicht wirklich stark. Ja, wir sind nur dann stark, wenn man das komplette Achter-Set hat. Ihr seht hier schon, der 8-Set-Boni gewährt Nahkampfangriffen eine gewisse Chance, noch mehr Schaden zuzufügen und so weiter. Das ist dann wieder interessant, aber bis man quasi nicht Full-Set hat, und das ist dann auch nur für den Schwertschurken interessant, braucht man die Teile eigentlich nicht. Da ich sowieso Dolchschurke spiele, habe ich in den Händen sowieso hier die Kernlederhandschuhe, die mir plus 5 Dolche geben. Daher bin ich sowieso nicht interessiert, so mega viele T2-Teile zu bekommen. Deswegen bin ich mit diesen 4 T2-Teilen, die ich habe, sehr zufrieden. Das sind mit Ausnahme der Armschienen so die wichtigsten Teile für mich einfach. Und ihr seht hier schon, ich habe hier 8 Beweglichkeit auf dem Kopf drauf, auf der Hose auch noch. Ich habe die zur Group Enchants noch nicht. Ich war noch nicht lucky beim Rollen um diese Idole. Halskette habe ich den Zahn von Onyxia. Das ist eine sehr starke Melee-Halskette. Da wird irgendwann mal die Kette von Nefarian kommen. Ist ein kleines Upgrade, aber auch nicht mega wichtig. Hier habe ich vielleicht für den einen oder anderen zwei interessante Items am Start, und zwar sind das die ZG-Schultern tatsächlich. Da glauben ja auch viele, dass man die gar nicht gebrauchen würde, die Items irgendwie, wenn man schon BWL raidet. Das ist ein bisschen falsch, der Gedanke. Also im Großen stimmt das eigentlich schon, aber wenn ihr die T2-Armschienen noch nicht habt, ja, so wie es bei mir der Fall ist, dann ist die Kombi hier stärker, als wenn ihr quasi die T1-Armschienen und die T1-Schultern nehmen würdet. Ja, die ist leicht stärker,
Vor allem wegen dem 2er-Set-Boni mit den 20 ATP. Deswegen habe ich mir die in ZG gegönnt und bin damit auch momentan sehr zufrieden mit. Ja, hier habe ich immer noch den Cape des Schwarzen Barons aus Stressholm UD. Ein Umhang, der einfach sehr, sehr stark ist, immer noch von den Werten drauf. Komplett offensiv, 15 Agi, 20 ATP. Man kann den Firemore-Umhang aus BWL sicherlich verwenden, er ist ein leichtes Upgrade. Aber ich fokussiere mich einfach auf die wichtigsten Dinge im PvE und deswegen verwende ich meine DKP. Wir raiden ja mit DKP bei anderen Items und ich bin mit dem Umhang hier immer noch komplett zufrieden. Und da ist kaum ein Damage-Unterschied mit irgendeinem anderen Umhang aus BWL. So, hier die T2-Brust, wie gesagt, von den Farian. Da habe ich auch ein bisschen mehr DKP rein investiert, weil die einfach von den Werten sehr stark ist. Ein Crit, zwei Hit, das ist schon echt eine Ansage. Würde ich auch sagen, overall in BWL das wichtigste T2-Item. Ja, hier wie gesagt die ZG Armschienen. So, hier oben habe ich euch schon gesagt, wie gesagt, wenn ihr Dolchschurk im Raid spielt, dann solltet ihr immer mit den Kenlehner-Handschuhen spielen. Die werdet ihr auch sehr lange noch tragen, wahrscheinlich auch in Nux noch. Mal gucken, gibt da so ein paar Überlegungen schon, ob man die vielleicht ersetzen könnte durch andere. Aber diese plus 5 Dolche sind dann einfach mega stark. Wie gesagt, so hier T2-Gürtel, ja nichts Besonderes, einfach gute Werte drauf. T2-Hose habe ich schon relativ lange. Dann Ragnaros aus Molten Core. Hier haben wir die T1-Stiefel. Die sind halt auch noch sehr stark, weil die T2-Schuhe halt leider sehr sehr blöde Werte drauf haben. Ich glaube, da ist ein Dodge drauf oder so, also ein Ausweichen. Brauchen absolut nicht im PvE, deswegen habe ich die auch immer noch an. Dann habe ich Band von Akuria. Sehr, sehr starker Damage-Ring. Wird man wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange tragen. Mal gucken. Mit der stärkste Melee-DPS-Ring in-game momentan. Auch von Ragnaros habe ich für relativ viel DKP mir geholt und bin ich auch zufrieden mit. Und auch hier der Ring von Nefarian, sehr starker Ring, bin ich auch absolut zufrieden mit. War ich auch sehr froh drüber, dass ich den relativ früh bekommen habe, für relativ wenig DKP noch. Hier habe ich das 2-Hit-Trinket, das Schurken-Klassen-Trinket. Das verwende ich auch sehr oft, weil man einfach oft ans Crit-Cap rankommt mit World Buffs und so weiter. Wenn ihr das Crit-Cap nicht erreicht habt, könnt ihr auch hier mit Black Hands breiter arbeiten. Manche gehen auch auf 2 Hit und 2 Crit, wenn sie Dolch spielen. Also sagen, na hier, Hand der Gerechtigkeit ist mit dem Dolch das Back gar nicht so stark, weil man keine Offhand-Prox hat, irgendwie Schwert-Prox oder solche Geschichten. Ja, bin mir immer noch nicht so ganz sicher, aber müssen ein bisschen rumspielen. Die drei Trinkets hier sind auf jeden Fall eure beste Wahl im PvE. Ja, machen wir weiter mit der Fernkampfwaffe. Da bin ich noch nicht best in Slot. Das wäre das einzige Item, was mir aus Molten Core noch fehlen würde. Und zwar der Bogen von Magma da, glaube ich. Da sind, glaube ich, 22 ATP und ein Hit drauf. Ist leicht stärker, denke ich mal, im PvE. Muss aber sagen, mit den 30 ATP von der Waffe hier aus Zul'Gurub von Hacker bin ich absolut auch zufrieden mit. Und ob ich mir die Mühe machen werde, in Molten Core da nochmal nach dem Bogen nachzujagen, gucken wir mal. Mal gucken. Genau, in der Offhand habe ich die stärkste Dolch-Offhand, die man haben kann momentan. Der Kern und Zahn aus Molten Core ist einfach eine unglaublich kranke Waffe von den Werten drauf. Wie gesagt, auf der Offhand kommt es vor allem auf die Werte drauf an. Wir haben hier die perfekten Werte im Grunde genommen fürs PvP sowieso, aber auch im PvE. Einfach extrem stark. Der droppt von Majordomo. Und in der Mainland haben wir die Drachenzahnklinge. Das ist der Dolch von Vaelestras aus BWL. Ja, viele haben Perdition's Blade von Ragnaros und das ist ungefähr ähnlich gut. Ja, Tryhards haben berechnet, mit der Drachenzahnklinge macht man 1-2 DPS mehr, wenn man den HK World Buff hat. Daher wäre das quasi fully World Buffed, wäre das bis hier der Dolch. Vor allem auch auf Ali-Seite mit Segen der Könige. Auf Horden-Seite ist wahrscheinlich Perdition's Blade leicht stärker. Aber man sagt eigentlich, die beiden Dolche nehmen sich nicht wirklich voneinander, nehmen sich nicht viel voneinander. Dann schauen wir noch ins PvP-Gear rein. Da ändert sich nicht so viel. Ihr seht, ich habe dann hier die Blutfang-Handschuhe noch an, weil ich dann einfach immun gegen Entwaffnen bin und den Dagger-Skill halt im PvP nicht im PvE nicht brauche. Ja, dadurch habe ich. Hier ändert sich auch nicht so viel eigentlich. Hier habe ich die gleichen Teile an. Hier auch den gleichen Ring, natürlich dann die Insignie und die 2 Crit im PvP. Was noch interessant ist vielleicht, im PvE habe ich den Alchemie-Tyros-Ring der Abrechnung drin. Auch sehr, sehr gute PvP-Werte drauf. 28 Ausdauer und das ist einfach sehr stark. Also Ausdauer ist generell im PvP sehr stark. Da solltet ihr auf jeden Fall nachgehen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch eine andere Fernkampfwaffe im PvP, wo auch nochmal Ausdauer drauf ist. Und einen anderen Umhang, wo 18 Ausdauer drauf ist, einfach
Ja, sehr wertstark an der Stelle. Ja, dann hat sich eigentlich nur noch eine Kleinigkeit geändert. Ja, den Tryhards unter euch wird es vielleicht aufgefallen sein. Ich habe tatsächlich die T2 Teile, den Kopf und die Hose habe ich zweimal, habe ich mir geholt, weil ich dann nämlich die jeweils mit 100 Gesundheit entschaden konnte. Das ist halt einfach im PvP deutlich stärker als diese 8 Beweglichkeit da drauf. Ich bin der Meinung, es gibt auch noch eine Chest, also dass man, es gibt noch ein 100 HP Enchant für die Brust auch noch. Wenn ich die T2 Brust irgendwann nochmal bekommen sollte, ein zweites Mal, würde ich die wahrscheinlich auch nochmal mit 100 Leben entschaden. Genau. Deswegen komme ich im PvP overall auf 4700 HP. Das ist auf jeden Fall für einen Schurken ein stabiler Wert, der nicht gerankt hat, der also gar keine Rang 13 Sachen hat. Da ist ja sehr viel Ausdauer drauf. Bin ich damit sehr zufrieden im PvP und so, dann gibt es noch so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Fun-Sachen. Ich habe noch ein Mount-Set hier. Soll ich euch vielleicht auch nochmal kurz zeigen hier. Und da ist jetzt auch in dem Fall die falsche Waffe drin, aber die kann ich euch auch nochmal kurz vorstellen. Da habe ich hier die Klaue des Schwarzen Drachen mir in BWL mal geholt. Da haben wir sogar noch drauf gerollt, da hatten wir noch keine DKP. In allerersten Runs hatten wir noch keine DKP in BWL. Die benutze ich immer so, wenn ich Solo farme irgendwie. Das ist ganz nice eigentlich. Man Viecher farmt. Ist ganz gut, wenn man halt auch mal eine Mainhand hat. Mit gutem Damage, die kein Dolch ist, damit man halt eben. Weil wie gesagt, Backstab kann man dann nicht verwenden, ja, wenn der Mob einen anguckt. Und da bin ich sehr froh drüber, die zu haben. Auch ein krankes Modell. Und hat auch echt von den Werten her, ist fast gleich stark wie Chromatically Tempered Sword. Ne? Natürlich im PvE nicht, aber so gegen Mobs beim Farmen ist es echt fast gleich stark. Genau, aber das, was ich euch eigentlich zeigen wollte, ich habe hier so ein Mount-Set auch noch, was ich automatisch, also was ich quasi, wenn ich hier draufklicke, wenn ich abhauen will von einem Hordler oder jemanden einfangen möchte, klicke ich das Set an, habe ich hier die schwache Reittier-Temposteigerung drauf, die Mithril-Sporen und die Karotte am Start. Und die stacken alle miteinander. Das heißt, dadurch kann ich dann wirklich fast jeden einholen eigentlich. Genau, so viel zu meinem Gear. Ja, und zu dem Char hier. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden damit. Auch mit meinem Goldstand. So mittlerweile habe ich ein ganz gutes Niveau erreicht, dass ich jetzt auch mal ein paar Wochen nicht unbedingt farmen müsste, aber trotzdem weiter raiden kann. Und ja, ich bin hier primär am Goldfarmen, am Raiden, am World PvP machen, dann wieder, wenn ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen Zeit dafür finde. Letzte Zeit habe ich wirklich sehr viel Gold gefarmt, auf Twitch auch. Und ja, was sind so die nächsten Ziele mit dem Char? Ich möchte natürlich ehrfürchtig werden bei Zul'Gurub, so wie jeder gerade. Mir dann natürlich hier die Kopf- und Ein-Enchants da holen. Und natürlich auch den Schulter-Enchant aus Zul'Gurub. Und was halt auch mega wichtig ist noch, ihr seht hier schon, ich habe hier Grilex Blut. Das ist ein Item, was man auch in Zul'Gurub bekommt. Und wir gucken hier gerade mal, ob wir uns das hier mal angucken können, ja. Und zwar brauche ich nämlich unbedingt in meinem Schurken dieses Item hier, ja. Renatakis Amulett der Gaunerei. Hat 3 Minuten Cooldown und gibt einem direkt 60 Energie und Use. Und das ist halt ein unglaublich starkes PvP-Trinket. Also wirklich, es ist absolut nicht von dieser Welt, wie stark gerade auch mit dem Dolchschurken im PvP ist. Also 60 Energie, quasi auf Klick direkt nochmal einen weiteren Meucheln in den Gegner rein. Und das ist halt einfach absolut eine Burst-Granate. Zusammen in Kombination mit einem Diesel-T habt ihr endlos Energie irgendwie am Anfang und das macht einfach unglaublich viel Damage. Und dafür muss man eben zur Gruppe reingehen, sich diese Sachen hier farmen. Man braucht da so verschiedene Items von so einem Event-Boss, der aber nur alle 2 Wochen quasi wechselt. Das heißt, es bleibt 2 Wochen lang der gleiche. Und deswegen wird es noch ein paar Monate dauern. Also 1, 2 Monate, bis ich da das Trinket auch bekommen werde. Aber wenn ich das habe, dann bin ich auf jeden Fall auch ready für World PvP damit. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf meinen Twink. Ja, das ist ein Level 40er Gnom-Hexenmeister, der ja eigentlich primär aus dem Grund entstanden ist, weil ich einfach mir meine Tränke fürs Raiden und so weiter selber herstellen wollte. Ja, mir war natürlich klar, okay, Vanilla, ich werde sehr viel raiden und hatte ich einfach keinen Bock drauf, dass ich mir meine Tränke immer von anderen kaufen musste, aha. Und dementsprechend, oh, wir haben auch schon wieder ein paar Sachen verkauft hier, sehe ich gerade. Können wir alles mal annehmen. Und ihr seht hier schon, hier läuft auch mein komplettes Aha-Trading und so weiter. Sachen, die ich verkaufen möchte. Es läuft alles über den Char hier. Das ermöglicht einfach sehr viele Dinge. Dadurch wird mein Main-Char-Inventar freigehalten. Ich habe hier genau die Kontrolle, wie ich was verkaufe und so weiter. Ich stelle mir hier die Tränke her, schicke die an meinen Schurken rüber und so weiter. Das ist einfach, oh, hier ist ordentlich was reingekommen gerade. Oh, jetzt auf 400 Gold, lol.
Also hier, ne, Alchemie auf 300, hab sogar auch ein Blast-Rezept hier am Start, was mir nicht so viel bringt, was ich dann gemerkt habe, weil ich quasi gar nicht in Schule oder BWL reinkomme. Aber wenn ich den irgendwann nochmal hochleveln sollte. Nee, aber es ist halt einfach geil, weil ich einfach mit meinem Main die Kräuter farme, die schicke ich an meinen Twink rüber und stelle mir die Tränke hierher und schicke die dann wieder rüber. Das ist einfach für mich sehr, sehr angenehm. Genau, also das ist einfach mein Gold, Berufe, Money Maker, aha, Trader Char hier so, der halt, wie gedacht, ein kleiner Warlock hier auf Level 40, den werde ich aber wahrscheinlich nicht mehr weiter hochleveln, weil ich einfach irgendwie so gemerkt habe, männlicher Gno macht mir irgendwie vom Gameplay her nicht so viel Bock, ja, deswegen, ich habe sogar wirklich überlegt, mir nochmal einen neuen Warlock hochzuleveln, einen weiblichen, ja, aber das ist jetzt quasi auch nicht mehr aktuell, weil, wie einige von euch vielleicht mitbekommen haben, wir nämlich ein Alligilden-Projekt auf Lucifern angefangen haben. Ja, und ihr seht hier schon, hier ist sogar auch noch mein allererster Schurke, den ich quasi in 5 Tagen auf Lucifern nach dem WoW Classic Release gelevelt hatte drauf. Und Mosen und ich haben uns quasi überlegt, ey, wir wollen irgendwie mal wieder zusammen leveln so, ne? Und dann meinte ich halt, ja, macht ihr doch irgendwie einen Ali-Char, können wir hier was machen irgendwie auf Patchwork? Und dann meinte er, ja, oder lass doch auch Lucifern eine Gilde gründen und so for fun nebenbei den Server wieder so ein bisschen bevölkern, ja, Good Old Lucifron. Dann habe ich gedacht, okay, lass machen. Und dadurch ist quasi so dieses Gildenprojekt hier entstanden, wo ich jetzt auch gerade fleißig am Leveln bin. Ich habe hier quasi meinen kleinen Gnome-Mage, Leute, ja. Die Pfeiler spielt man Mage, mal keinen Schurken. Ich habe auch überlegt, ob ich meinen Level 34er Schurken hier weiterspielen soll. Wäre natürlich auch angenehm. Aber ich muss sagen, ich habe auch irgendwie echt Bock drauf, gerade einfach wieder neu zu leveln. So, ich weiß nicht, mir macht das Level wirklich Spaß. Gerade hier in Aberdeen, in Darkshore und so weiter. Oh, ich liebe diese Gegend hier eh so und es ist einfach herrlich. Und wir sind echt schon viele Leute mittlerweile. Ihr müsst mal gucken, wir haben hier über 100 Mitglieder schon nach ein paar Tagen. Und ja, ist einfach eine coole Geschichte. Hier werden wir Events machen, hier können Community-Mitglieder draufkommen. Wir werden den Server wieder ein bisschen bevölkern. Wir werden hier wahrscheinlich keine richtig fette, mega belebte Ali-Seite ins Leben rufen können. Aber wir haben einfach ein cooles Projekt. Die Leute haben Bock drauf. Und das ist so das Ding, wo ich mich jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen hauptsächlich drauf fokussieren werde. Ja, einfach mir einen schönen, entspannten Mage hier auf 60 hochzuleveln. Das hat sich so in den letzten Tagen ergeben. Da habe ich übrigens auch, wenn ihr in die Community reinkommen wollt, ist auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Wir haben da so ein riesiges Community-Discord gegründet, einfach um sich auszutauschen. Ihr könnt da auch drauf kommen, wenn ihr nicht in der Gilde drin seid. Da kann sich jeder einfach informieren über WoW und also über WoW Classic und Burning Crusade. Und wenn ihr in die Gilde reinkommen wollt, macht euch einfach ein Ali-Char auf Lucifron, deutscher PvP-Server, schreibt uns an und wir inviten euch gerne. Gut, das war mein Update in meine Chars in WoW. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Wir haben jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr rum seit WoW Classic und ihr merkt schon, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der mega viele Chars anfängt. Ich habe mich schon doch sehr, sehr stark auf die Pfeiler auf meinen Hauptschurken konzentriert. Aber deswegen bin ich jetzt auch gespannt auf die neue Reise mit dem Mage hier auf Lucifron. In dem Sinne, Leute, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Euer Die Pfeiler. Ciao, ciao.